Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schwestern in einer Bäckerei in Neukölln hat der Bundesgerichtshof die lebenslange Haftstrafe für den Mörder bestätigt. Seine Revision wurde als unbegründet verworfen, teilte der BGH mit. Das Urteil des Berliner Landgerichts ist damit rechtskräftig. Der zuletzt arbeitslose Friseur hat im Januar 2013 9 Schüsse auf seine 33 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin abgefeuert. Der Mann erschoss auch die 38-jährige Schwester. Das Gericht hatte als Motiv eine Mischung aus Eifersucht und Neid festgestellt. Die frühere Freundin hatte nach der Trennung mit Finanzhilfen eines Bekannten ihre eigene Bäckerei eröffnet.